Willkommen, guten Tag aus Wien von der Biennale zum dritten Tag mittlerweile unseres Videotagebuchs. Wir haben einen sehr schönen Film gesehen von Celine Sciamma, der lief schon in Cannes, hat den Titel Bond de Fille, auf Englisch der Originaltitel heißt Girl. Er spielt in der Banlieue von Paris. Der Film erzählt die Geschichte von Mariem, einem jungen Mädchen, vielleicht 16 Jahre alt, das sich seinen Weg ins Leben suchen muss. Der ist gar nicht so einfach. Sie lebt mit ihrer Mutter, die eigentlich immer abwesend ist, und mit ihrem großen Bruder und zwei kleineren Schwestern zusammen in einem heruntergekommenen Wohnviertel. Der Bruder ist sehr gewalttätig, ist im Prinzip der Pascha der Familie. Über den Vater erfahren wir gar nichts, er ist schlichtweg nicht vorhanden. Und sie, am Anfang des Films wird ihr eröffnet, dass sie also nicht die weiterführende Schule besuchen kann, weil die Noten zu schlecht sind. Ja, und dann steht sie orientierungslos da. Sie fühlt sich nicht bereit, irgendeinen Job anzunehmen. Sie fühlt sich nicht bereit, in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten, die als Putzfrau sich verdient. Und dann trifft sie auf drei andere junge Frauen, die sehr cool sind, die so eine Art Gang formiert haben. Und denen schließt sie sich ganz zögerlich an. Und erlebt durch die, die jungen Frauen sind auch so ein bisschen auf der schiefen Bahn, wenn man das so nennen will, aber gleichzeitig erlebt sie durch diese Gemeinschaft, durch diese Zugehörigkeit zu dieser Gang gleichzeitig auch so eine Aufwertung und sie entwickelt ein Selbstbewusstsein. Das hat hinreißende Szenen, das ist von der Kamera her ganz toll eingefangen. Es gibt eine wundervolle zentrale Szene, wo die vier jungen Frauen sich also dann ein Hotelzimmer nehmen, um endlich mal einen Platz für sich allein zu haben, einen Platz, um zu feiern. Und da gibt es ein ganz tolles Tanzstück zu Rihanna's Diamonds. Und wenn man diese Szene gesehen hat, also das ganze Stück läuft durch und wir sehen die Frauen, wie sie dazu tanzen. Danach, immer wenn man Rihanna hört, wird man genau diese Bilder im Kopf haben. Also das ist ein ganz großartiger, euphorisierender Moment. Allerdings passiert dann etwas mit dem Film, die Mariem verliebt sich in einen Bruder ihres Freundes und das kommt raus. Und dann ist der Bruder ziemlich sauer und sie muss also ihre Familie verlassen, sie muss woanders einen Unterschlupf suchen. Und das ist auch der Moment, wo ihre Gang auseinanderbricht. Und da bricht leider auch der Film etwas auseinander. Man hat so das Gefühl, man wäre gerne weiter in dieser Frauengruppe geblieben und es wird dann sehr... Und um Mariem herum wird es sehr einsam. Dennoch, trotz dieser dramaturgischen Schwäche, ist Bond de Fille ein Film, der mich sehr überzeugt hat. Ja. Es gibt so Regisseure, die, auch wenn man den Namen nicht kennt, eine gewisse Lücke füllen in dem Weltkino. Also wir brauchen sie, ohne dass wir wissen, dass wir sie brauchen. Und einer davon ist Hang Sang-soo, ein Südkoreaner, der Lieblingsregisseur von Martin Scorsese derzeit. Und Hang Sang-soo ist so eine Art Eric Romer unserer Zeit. Er dreht kleine menschliche Komödien, die ihm hier und jetzt spielen, in der Gegenwart, vor allem in Südkorea, in Seoul. Und so ist auch Hill of Freedom sein neuer Film, der nur 60 Minuten dauert. Es ist die Geschichte eines Japaners, der nach Südkorea kommt, um seine große Liebe zu finden. Die ist aber nicht da. Und er wartet so. Im Warten passiert das, was meistens passiert, das ganze Leben. Er verliebt sich in eine Kaffeehausbesitzerin, geht mit einem Mann, der mit ihm in seiner Herberge wohnt, trinken, ordentlich trinken. Es wird ja immer sehr viel getrunken und gegessen bei Hong Sang-soo. Und in dieser Alltäglichkeit und diese Dialoge sind so normal, so gewöhnlich, so ohne große Tiefe, dass sie dann doch wieder alltagsphilosophisch so berührend sind, dass wir mal wieder merken, dass die großen Themen, die uns bewegen, in diesen kleinen Momenten im Alltag stattfinden, nämlich im Café, nämlich beim Trinken, beim Essen, beim Übernachten. Und ich weiß nicht, wie er es macht. Er erzählt das natürlich immer wieder mit seinen kleinen Überlappungen, diese wunderbaren Zooms, die süchtig machen, diese Schwenks, die wunderbar sind. Es ist lustig, es ist leicht und es ist so weise, dass man jedes Jahr einen Hang Sang-soo-Film sehen sollte, um wieder auf die richtige Bahn zu geraten. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie er es macht. Ich weiß nur eins, wir brauchen diese Filme und wir brauchen auch Hill of Freedom von Hang Sang-soo.